So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Das wird jetzt hier kurz ein Rückblick und ein kleiner Ausblick für die kommende Woche sein. Natürlich ist der Donnerstag, Freitag sehr mit Vorsicht zu genießen, denn dort findet die Abstimmung in Großbritannien statt. Doch zunächst einmal zu den Setups. Gold konnte hier am Freitag die Oberkante kurz berühren und dort gab es dann einen bullischen Abprall. Da gab es auch noch ein Setup dazwischen. Das lade ich jetzt hier mal. Das passt soweit. Gold. Hier der Euro gegenüber Yen hat zwar den Wochenwiderstand absolut durchbrochen, allerdings hier kommt er an der zweiten wichtigen Unterstützungslinie zum Stehen, sage ich mal. Und wenn es jetzt hier am Montag gleich zum Wochenbeginn kein neues Tief, also unter das letzte Tief, natürlich nicht unter das Donnerstagstief kommt, kann sich das jetzt hier schön erholen. So war der Plan mal. Die Trades werden dann noch folgen. Australischer Dollar, kanadischer Dollar. Da gab es auch noch ein Zwischenupdate, aber der Stopp hat hier gehalten. Gab nochmal einen Rücklauf. Die Möglichkeit ist hier definitiv gegeben, dass dieses Setup aufgeht. Was nicht aufging, war das australische Dollar. Neuseeländische Dollar hat hier der Stopp noch gehalten. Und ja, hier die Kerzen. Leider an der Unterkante abgeprallt. Das war hier die Warnkerze. Und ja, dann folgten halt weitere Verkäufe. Das war jetzt schon ein Setup, aber da ja hier der Move, hier kam die Analyse raus, etwa zu der Kerze, zu der 4-Stunden-Kerze. Hier sollte das Währungspaar australische Dollar, kanadische Dollar fallen und dann nach oben starten. Hier gab es den Move jetzt direkt. Man sieht aber, dass das Unterstützungsniveau ja gut gewählt war. Hier gab es eine schöne Umkehrkerze. Mal schauen, wo sich das dann hinbewegt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht ein ganz aktives Setup. Aber auf jeden Fall auch tradebar, den Stopp dann auf das letzte Tief legen. Hier gab es einen Ausbruch. Allerdings dann eben jetzt bin ich mir aber eben hier nicht sicher, ob diese Kerze oder auch die andere Kerze, also entweder sind es schon die Vorindikationen, was am Wochenende passiert, oder das sind hier definitiv falsche Kerzen drinnen. Also hier ist es auch noch. Ja, darf man mal abwarten, hey, was sich die Märkte machen. Wie gesagt, es gibt da 4 verschiedene Indikationen. Das kann jetzt eine Wochenendindikation sein. Und ja, mal abwarten. Aber wenn man jetzt hier so sieht, ist hier das Setup noch aktiv. Das australische Dollar, kanadische Dollar Setup, das habe ich ja hier besprochen gehabt, gerade eben. Da wurde ja der Stopp nachgezogen, der hat gehalten. Und darf dann sich weiter nach oben ausdehnen. Kurz zum zum Dow Jones Index. Der hat hier ja, die Kerze, die Umkehrkerze von Donnerstag bestätigt, was aber der Nasdaq definitiv nicht gemacht hat. Also die Kerze war schön, die am Freitag sehr negativ, aber da gab es eben zum Beispiel, ist nur ein Beispiel von Google, Donnerstag die Analyse veröffentlicht, dass dort, wenn eine Marke fällt, größere Abgaben möglich sind. Und das war dann auch im Prinzip dann der Fall. Ich kann das auch noch kurz starten. Aber jetzt schauen wir hier erstmal zum Gold. Da gab es hier 2 Möglichkeiten. Entweder direkt an der Unterkante abprallen, dann oder hier oben.
jeweils deinen Rücklauf, der hier im Prinzip nur bis dann zur Unterkante stattfand, dann eben das bullische Reversal. Aber es waren keine neuen Pfeile nach unten, weil es nicht sicher war, ob das nicht jetzt zu Ende ist und dann sogar nochmal direkt neues Hoch. Aber ja, hier kann man die unteren Muster sind eigentlich schon wieder doch sehr bullisch. Mal schauen, wo sich das dann hinbewegt. Also am Freitag gab es hier eben einen schönen Abprall von diesem Widerstand bis zum Unterkante und dann gab es sofort einen Re-Break nach oben. Hier war eben Google oder halt Alphabet, für mich ist es immer noch die Google-Aktie, weil ich so lange dabei war, und hier gab es eben am Tag davor, um eben dann die Analysen eben auch nachvollziehen, gibt es ja hier einen statischen Chart und einen Live-Chart. Hier gab es dann den Stopp und wenn jetzt hier darunter schließen sollte, ja, ein kleines Sell-Signal mit Ziel 685, im Tief waren es dann 88. Montag darf das jetzt hier ja nochmal kurz nach unten tippen, aber dann sollte es hier auch erstmal vorbei sein. Bei Alphabet. So, das war das. Die zwei anderen Setups, Südzucker, lasse ich definitiv auf der Watchliste, um da eine schöne Kaufzone zu erwischen, und die Hypoport. Ja, hier konnte man nahe den Gap Close handeln. Mit dieser Kerze, ja, dürfte jetzt hier eben, darf gerne hier unten sich ein bisschen ausdehnen noch oder austoben und danach oben durchstarten. Beim Rohöl WTI war ja der Bringer der letzten Woche, genau das Kursziel hier erreicht, überhaupt WTI ab dem Zeitpunkt geschrieben, ja, größere Aufwärtsbewegung möglich, sogar bis 48,35, und jetzt ist es sogar höher gegangen, also hat auch die Pullback-Analyse eigentlich geklappt. Hier darf es auch bis 50 oder noch höher jetzt gehen. Und zum BMW, da haben die Muster auch noch gepasst. Hier gab es eben eine etwas größere Korrektur, dann sollte es ein neues Tief kommen. Das wurde hier ausgebildet, dann wieder nach oben. Ja, also wer die wirklich Minuten genau verfolgt hat, konnte sich da sicherlich was abschneiden. Sonst ist es natürlich, ja, wenn man die Augen auf sehr viele Dinge richten soll, schwierig nur auf diese eine Aktie dann zu achten und es dann auch hier im Stream so komplett preiszugeben, wo man dann gekauft hat. Hier ist Kauflimit, hier liegt man jetzt im Minus. Man konnte Hang Seng keine starke Kerze ausbilden am Freitag. Darf man auch abwarten, wie die Woche beginnt. Und jetzt kommt der Ausblick auf die nächste Woche. DAX war nachbörslich sehr stark. Hier gibt es jetzt zwei Anlaufpunkte sogar. Also die größeren Anlaufpunkte sind 9.900 und 9.950 rum. Die anderen Anlaufpunkte sind halt hier natürlich Gap Close und noch eine bei 750. Aber da der Markt, wie gesagt, der DAX so stark ist, kann sich das schön nach oben ausdehnen. Das war jetzt noch von der letzten Woche. Eins war hier eine Kaufzone eingezeichnet. Die Stop-Loss-Marke auf Tagesschlussbasis war bei 9.480. Die hat gehalten. Und die hat eben gehalten, was ich am Wochenende so mir ausgedacht habe. Intraday wurde hier ein Minus-Trade erwirtschaftet. Im Pfund gegen US-Dollar, britische Pfund, gibt es jetzt hier ein bisschen mehr Möglichkeiten. Hier liegt unterhalb
1.44.10 sehr viele Widerstände, ein Widerstandscluster mit einem 4-Stunden Schlusskurs über dieser Marke, ist es für mich definitiv ein Kaufsignal. Hier darf es eben, weil die Kerze sich schön an der Widerstandszone nach unten abgestoßen hat, darf sich das jetzt noch weiter zu Wochenbeginn nach unten ausdehnen, dann wieder nach oben steigen. Ab rund 1.421 sieht es böse aus, dann darf das hier auch sogar ein neues Tief folgen. Linde, noch ein Wert vom DAX, hält sich über der Stoppmarke und da darf sich das jetzt hier ruhig nach oben ausdehnen dann. Das war's, danke fürs Zuhören, jetzt ist doch länger geworden als gedacht, mehr war jetzt auch ein Rückblick. Vorsichtig sein ist definitiv für nächste Woche angesagt, Positionsgröße eher kleiner halten und dann aber auch natürlich nicht verzagen, wenn es dann am Anfang, wenn man vielleicht ausgestoppt wird, aber trotzdem die richtige Idee hat, darf man dann gerne nochmal die Sachen dann nachhandeln, beziehungsweise halt ein neues Setup sich dann zurecht basteln, auch wenn das dann in die gleiche Richtung nochmal geht wie davor. Danke und bis Montag.